Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 147. Folge des Command Conquer 1 Alarmstufe Rot Let's Plays, wo wir gerade so ein wenig, ja, ich möchte nicht sagen verkackt haben, aber Ressourcenprobleme haben. Wir haben kein Income mehr. Und wir können mit den Hubschraubern nichts mehr machen. Ich versuche jetzt Folgendes, ich muss wissen, ob das hier unten aus... Weil das hier schießt ja schon nicht mehr. Ob ich da hier unten rankomme, dass ich an das Erz rankomme, das wäre so das Wichtigste. Die hier wollte ich noch mitnehmen. Wir machen einmal ein Quicksave. Wenn das schon passt, ist cool, dann komme ich wenigstens hier unten an das Erz. Wenn nicht, mache ich ein dummes Gesicht, dann... Ne? Ist es so, einmal speichern. Aber wir haben kein Erz mehr, kein erreichbares Erz mehr auf der Karte. Und das ist ein leider viel zu ernstzunehmendes Problem. Jetzt mal der noch weg, weil der kann nämlich schießen, wenn er Strom hat. Auch ohne Strom. Das da weg. Sehr gut. Okay, wir kommen an das Erz ran. Dann schnappen wir uns hier schon mal die Sammler. Trefft euch mal dort. Ich greife jetzt hier einfach mal pauschal nach unten an. Versuche ihm so gut wie es geht hier alles wegzunehmen. Bis jetzt sollte euch klar sein, warum ich die anderen mitgenommen habe. Perfekt, so. Erzsammler dahin, ihr macht hier einfach alles kaputt. Das ist zwar jetzt ein bisschen blöd, weil es kann sein, dass ich ihn dadurch jetzt den Strom wieder bringe, aber es ist halt dann jetzt so. Und meine Aufgabe ist es jetzt, ihn alles, eigentlich alles zu zerstören, von daher weiß ich noch nicht, ja, doch, das wird so schon passen. Habe ich mich vielleicht mit meiner Hubschrauber-Taktik auch ein bisschen hart angestellt, obwohl ich habe es ja geschafft, zumindest, dass die, Obelisten nicht mehr geschossen haben. Die Tesla-Spulen, nicht die Obelisten. Ja, das muss mal so passen. Da drauf. Und jetzt haben wir hier unten Erz. Erreichbares Erz, Mensch. Ich bin unerwartet glücklich über erreichbares Erz. Da drauf. Da versuche ich in die Ecke hier unten, so gut es geht, wegzunehmen. Und zu erkunden. Da hat er aber nochmal ordentlich produziert gekriegt auf die Schnelle. Brauche ich jetzt noch den Helikopter? Eigentlich brauche ich ihn nicht mehr. Wir brechen den Helikopter ab. Hier kommt jetzt ein bisschen Gegenwehr, da wird sich mit leben müssen. Hier oben will ich einmal reppen. Und das noch weg? Der hat noch Ressourcen, ne? Also ich sollte noch nicht mich darauf einrichten, dass hier nichts mehr kommt. Aber ich kann mich zumindest darauf einrichten, dass ich nur noch Panzer produziere jetzt. Ja, Sir. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Ihr Einsatz.
Könnte aber auch noch die zwei Sammler, die zwei Helikopter. Komm, wir bauen die zwei Helikopter. So, ihr verratet mir mal, was hier unten ist. Dass wir hier einmal komplett Vision auf die Karte kriegen. Wer fährt ganz vorne weg? Na, der langsame Jeep. Wer auch sonst. Also, wir machen Abbruch und ich will hier mal noch den Rest reparieren, der Reparatur benötigt. Also demzufolge der danach noch. Haben wir hier immer noch einen Sammler? Weil er hat das schöne Erz kaputt, na klar. Interessiert doch keinen. Ja gut, aber zumindest haben wir jetzt erstmal wieder genug Erz. Für Zeitraum X. Nicht für immer, aber für Zeitraum X haben wir definitiv erstmal genug Erz. Zumindest so lange, bis ich hier unten, wenn ich das hier alles abgeerntet habe, dann sollte hier oben genug Neubau da sein. Und eigentlich brauche ich dann nur mal noch hier unten maximal noch vielleicht mal irgendwie ein, zwei Dingens, damit hier der Strom ausfällt. Also zwei Chronopanzer, vielleicht ein oder zwei, damit ich den Strom hier wegkriege. Da kümmere ich mich aber zum Schluss drum. Danach mache ich das da unten mit Hubschraubern. So, ihr sammelt euch mal hier. Die Mammutpanzer müssen wir auch noch wegkriegen. Diese sechs Stück. Sechs Mammutpanzer sind auch so eine, ich nenne mal eine Hausnummer. Nenne ich es mal. Ja, Sir. Und bei so einer großen Distanz, wie wir sie jetzt haben, würde ich sogar im Regelfall... Das war ein Missklick. Würde ich sogar im Regelfall sagen, wir bauen noch eine dritte Erzraffinerie. Aber da wir jetzt so kurz vorm Ende sind, ich habe die jetzt einfach hierhin geschickt, damit die nachher hier vernünftig abbauen. Da wir jetzt hier aber so kurz vorm Ende sind, beziehungsweise, ja, ich glaube nicht, wenn ich jetzt nochmal zwei weitere Sammler bauen würde, dass das hier mir ernsthaft viel bringt. Ich glaube, das wäre eher so, naja... Die hast du dann zwar, aber sinnvoll benutzen wäre was anderes. Erwarte Ihre Befehle. Wie gesagt, das war jetzt ein Missklick, den ich gemacht habe. Deswegen sind die noch einmal alle nach unten gefahren. Aber wir haben ja jetzt Zeit. Ich erwarte nicht mehr viel, dass von dem Gegner was Besonderes kommt. Der könnte zwar eigentlich hier noch ordentlich produzieren, aber ich glaube, mit dem Platzen von dem Teil vor zwei Folgen oder so, habe ich den so weit getiltet, dass er einfach nichts mehr macht. Der hat, rein programmierungstechnisch ist hier wohl keine Gegenwehr drin, was ich hier so sehe. Ein bisschen schade. Wird gebaut. Abgebrochen. Aber da werde ich mit leben müssen. Ich hätte ja gedacht, dass wir die Mission etwas schneller schaffen, aber... Da habe ich mich mit dem den Erzmengen hier oben etwas vermacht, beziehungsweise halt nicht gedacht, dass ich so lange brauche, ihn dazu zu kriegen, bis er klinisch tot ist. Aber gut, kein Weltuntergang. Wir nehmen das jetzt so hin. Was ist eigentlich gut gegen eine Artillerie vielleicht? Gegen Mammutpanzer? Ich überlege, was man da nehmen könnte. Mit Artillerie draufballern ist auch nicht die geilste Idee, bin ich der Meinung. So, und jetzt noch du Reparaturen, dann sind zumindest die Hubschrauber wieder alle fertig. Wird repariert. Das ist auch unglaublich, wenn man sowas sieht. Wie die sich gegenseitig blocken, da denkt man sich manchmal so echt so, naja. Unnötig, unnötig. Okay, was machen wir jetzt? Ich könnte noch versuchen, ihn das wegzunehmen. Ich könnte aber einfach versuchen, ihn das wegzunehmen. Das machen wir nicht.
Wir bauen erstmal noch ein paar mehr Panzer, würde ich vorschlagen. Und werden zu Fuß hier unten erobern. Nicht zu Fuß, aber mit. Mit Bodentruppen. Die können wir uns auch langsam schon mal hier wegsnacken. Die Frage, ich würde vorschlagen, wir warten jetzt noch einmal, dass die Sammler oben sind und das, was wir dann an Panzern haben, in Ordnung. Melde mich wie in Ordnung. Das nehmen wir dann einfach so mit. Genau, so machen wir das. Sobald die jetzt noch mal alle oben sind, danach nehmen wir einfach mit, was wir haben. Wo ist denn der letzte Sammler? Ach, hier drüben. Die haben sich schon wieder aufgeteilt. Werden das sein? 600 sind ein drin, 4 durch 800, 3 weitere Kampfpanzer, ja. Passt. Warum die zuerst das Erzfeld hier abbauen, ist mir zwar auch schleierhaft, aber ist mir am Ende eigentlich auch egal. Und das ist übrigens jetzt für alle, die jetzt das Tiberium Sun Let's Play nicht geschaut haben. Tiberium Boar. Guck mal, Conker 1 halt. Und jetzt nur Alarmstufe Rot schauen, als nur das Let's Play, aber komplett. Denen sei gesagt, diese Bauphase, die wir jetzt haben, wo wir so einen gewissen Stand haben, der eigentlich ganz gut ist, aber der nicht reicht zu gewinnen, wo wir einfach mal kurz auf Ressourcen warten müssen und dann geht's weiter. Den hatte ich im ersten Teil in den Add-on-Serien eigentlich in jeder Mission und das sehr übertrieben. Das war jetzt hier in diesen Add-on eher anders. Und ich muss sagen, das ist jetzt die erste Mission, bei der es richtig krass ist, dass wir warten müssen. Und es ist aber auch eine, wo ich zum ersten Mal diese Mission spiele. Also ich habe die vorher noch nie gespielt, ergo ich wusste nicht, was mich wirklich erwartet. Und das bedeutet auch, dass ich sehr viele Fehler gemacht habe und man vielleicht, wenn man jetzt nicht alle Fehler, die ich gemacht hätte, so mitgenommen hätte, sondern vielleicht gesagt hätte, ach ja, komm, wir probieren das einfach mal neu, hätte man vielleicht mit weniger Wartezeit und weniger Zeitaufwand das Ganze geregelt gekriegt. Aber das ist so wieder so eine Hätte-wäre-wenn-Bestimmung, weil ganz ehrlich, ich hätte da einfach möglichst zügig Hubschrauber gebaut, hätte die Spione weggelassen. Ich habe die Spione erst hier in diese Gebäude reingesetzt, bis ich dann endlich wusste, dass das hier unten kaputt zu machen geht. Ich hätte dann einfach Hubschrauber genommen, einen zumindest, wäre mit denen erstmal nach hier unten geflogen und hätte dann die 3 Kronos-Panzer genommen, hätte direkt das Ding hier kaputt gemacht und die Mission wäre 3-mal einfacher gewesen. 3-mal einfacher wäre diese Mission gewesen, einfach nur, weil ich die Kronos-Panzer, die ich hier am Anfang hätte, mit nach hier unten geschickt hätte, hierhin, hätte das Ding platt gemacht und alles cool. Ein Hubschrauber nach da unten, damit ich Vision habe, Sicht habe. Und dann klatsch weg damit. Und das muss man immer so noch dazu sehen, wenn man so die Nachbetrachtung macht. Natürlich kann man diese Mission 3-mal einfacher spielen, wenn man weiß, wie sie aufgebaut ist. Aber das ist ja auch jetzt nicht, bin ich der Meinung, Sinn und Zweck der Sache. Ich meine, wir haben die Mission beim ersten Mal geschafft. Okay, wir brauchen jetzt länger, es ist dirty. Aber das ist eigentlich das Gameplay, was ich immer erstens zeigen möchte. Und das, was ich auch viel interessanter finde. Dieses, ich kenne es wirklich nicht und ich zeige euch mal, wie das ist, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Wird ein paar C&C-Teile geben, da werde ich euch dann enttäuschen müssen, dass das nicht passiert. Aber bei dem hier ist es halt noch so, dass es so ist. Und das finde ich auch, ich persönlich, wesentlich cooler, euch das hier so zu zeigen, weil hier kriegt ihr wirklich mal zu sehen, was es bedeutet, ein Spiel zu spielen, wenn man es nicht kennt. Ja, mittlerweile wesentlich intelligenter, als ich als Kind war, mich mit wesentlich besseren Taktiken versuche auseinanderzusetzen, die im Kopf für mich klappen, auch wenn sie vielleicht gameplay-technisch nicht immer klappen.
und bin deswegen vielleicht auch immer so ein bisschen anders drauf. Ist jetzt das einzelne Erzding hier liegen oder holt er das jetzt noch? Ich bin gespannt. Ne, er lässt es liegen. Er fährt hierhin, endlich. Okay, die haben sich hier gesammelt. Dann speichern und go. Gucken wir noch, was hier ist. Die werde ich zum Schluss machen, beziehungsweise, was heißt zum Schluss, später machen. Mich interessiert, was hier sonst noch überhaupt ist. Hier wäre kein Durchgang gewesen, okay. Machen wir erstmal das hier weg. Und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Bestätigt. Bestätigt. In dieser Basis. Aber vermutlich werde ich die komplett platt bekommen. In Ordnung. Muss ich aufpassen, hier unten sind wohl noch Minen, was ich weiß. Bestätigt. Bereit. Bestätigt. Wird gebaut. Kronuspanzer wollte ich mal noch ein paar auf die Halte legen. Da ich nicht weiß, ob wann ich den Strom hier unten ausgeknipst bekomme, ob das bisschen Strom, was hier unten steht, ausreicht für den selber, bauen wir lieber mal noch ein, zwei Kronuspanzer, mit denen ich jetzt vielleicht den Strom ihn wegnehmen kann. Nun liegt auch vielleicht. Das hier war die verminte Ecke. Ja. So, ein Mammutpanzer. Drauf da. Alles easy bis jetzt. Bei dem Ding bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, das kaputt zu machen. Passt. Konnte nicht reagieren. Perfekt, da haben wir die Ecke hier auch noch platt. Noch ein Kronuspanzer, wenn wir es hinkriegen. Nee, sieht nicht so aus. Er hat gerade so gepasst. Wenn ich die Sammler auf der Minimap mir angucke, sind alle vier hier unten. Da. 1, 2, 3, 4. Von daher passt das nicht. So, weiter geht's. Hier könnte es jetzt sein, dass diese Dinger dann eventuell Strom haben. Eventuell. Ich werde versuchen, das hier nicht platt zu machen, sondern nur den Strom wegzunehmen und dann erstmal nach da vorne zu fahren, damit das nicht passiert. Aber es könnte leider passieren, dass er auf einmal wieder Strom hat. Die Kronuspanzer hätte man übrigens auch wesentlich härter in die Base-Taktik reinfahren können, indem ich ihnen einfach Sachen weggenommen hätte. Habe ich aber alles nicht gemacht, weil ich halt... Ja, also... Ich sag's so, die Taktik, die ich hatte, hat funktioniert. Warum wechseln? Aber ich hätte definitiv mit 1, 2, 3 mal neu anfangen viele, viele Alternativtaktiken auf die Beine stellen können, die... sehr wahrscheinlich sogar auch noch dazu beigetragen hätten, dass ich eine bessere Lösung hier schaffe. So, die Dinger konnten noch nicht schießen, das war das Wichtigste. Und zufolge ist ja alles cool, den Rest macht er jetzt hier quasi von alleine platt. Das da weg. Ja, und dann gehen wir einmal in die nächste Folge.
Nächste Folge wird hier definitiv Ende sein. Wir müssen uns noch unten um die Ecke noch ein paar Gedanken machen. Wir müssen noch gucken, wie wir die Mammutpanzer wegkriegen. Gut, da kommt gerade ein Angriff, alles klar. Aber da bin ich zuversichtlich, dass das alles passt. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da mit mir. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und dann kommen wir zum Schluss. Tschüss mit euch.